Hallo und willkommen zurück zur Rettungsmission 2023. Eigentlich wollten wir gerade hier oben kurzes AFK-Päuschen machen, aber... Horde. Jule hat eine kleine Horde angelockt. Ja, die kamen schon. Ich habe sie hinten muss poltern hören und Feral und Hüpfi und jetzt habe ich... Ich sammle Buffleisten. Ich habe das jetzt mit Eisenbarren verstärkt, das Ding, aber es sind ordentlich viele. Ja, dann machen wir mal auf. Also der eine war halt Feral. Ja. Und oben noch mehr, ne? Das ist der letzte Schuss für die Knarre, den ich habe. Ich habe leider keine Munition da. Ach, ist nicht schlimm. Ich habe 29 HP, dann ist Schluss. Nicht wegmachen. Dafür habe ich unten einen Platz frei und oh. Bin nur vier Felder überladen. Haha. Das gibt's doch nicht. Kein großes Risiko ein. Ich habe einen Pfeil durch die Tür geschossen. Achso, schön. Und dann hat es plopp gemacht, dann ist ihr Kopf hochgesprungen und dann war sie platt. Okay. Ja. Hast du noch Platz im Inventar? Vier Felder, dann ist Ente. Vier Felder und dann ist Ente. Aber sowas von. So war aber auch. Schweinerei. Ich hab noch 7 Minuten auf meinem verstauchten Bein und jedes Mal, wenn ich hier so einen scheiß Block hochhüpfe, wird's mehr. Ja, sprinten, springen wird immer mehr. Ja, ist aber geil. Lass mal, ich habe zwei Stunden eine Schürfwunde, 10 Minuten verstauchtes Bein, 7 Minuten einen verstauchten Arm und 30 Minuten. Ach, eine Schnittwunde habe ich noch und eine Schürfwunde. Ja, Nähset hätte ich in der Tasche. Achso, hilft das? Okay, das eine ist weg. Ah, ja. Aber ich habe schon alles genommen. Ich habe Verband genommen, Aloe Vera Creme. Das, ja. Ich habe auch noch ein Gipsbein. Zwei sogar. Warte. Deine maximale Gesundheit. Deine ist behandelt. Es wird Zeit zum Heilen brauchen. Nö, das kann man nicht mehr. Aber ich habe jetzt das Gipsbein über die Schiene drüber gepackt. Jetzt habe ich nur noch 21 Sekunden oder so. Okay. Oder ich weiß nicht, man kann es nicht richtig lesen, weil ein Teil der Schrift über dem weißen Gipsbein ist und deswegen kann man es nicht lesen. Ah, egal. 9 mm Munition für dich ein gefunden. Ein Schmerzmittel habe ich gefunden. Na, endlich. Jawohl. Musste nur eine ganze Apotheke auf den Kopf stellen, um in der letzten Kiste eine Tablette zu finden. Das ist schlimm. Ohne Worte. Noch eins. Ey. Da ist noch so eine Schiene drin, die kein Mensch mehr braucht. Ich habe einen 8-fach-Scope gefunden. Ja, cool. Kannst du auf die Steinaxt machen. Auf meinem Bogen. Ja, 8-fach-Zielfernrohr auf der Steinaxt. Ja, auf meinem Bogen, auf meinen Holzbogen. Und mit ja, Billo. Ich weiß. Ja, aber Holzbogen kann man es ja nicht montieren. Doch, das geht schon mit Klebeband. Wir sind doch in der Apokalypse. Mit Panzertape, genau. 8-fach Scope auf der Steinaxt. Bogen! Aber auf einer Steinaxt fände ich das cool. Stell dir mal vor, da kommt einer entgegen. Aber ich habe jetzt Zielfernrohr auf meiner Axt. Oh, ey, ey. Was? Ja, genau. Hast du nicht Dietrich gefunden? Achso, ja. Cool. Jetzt brauchen wir ihn auch nicht mehr. Okay. Hab ich nicht dran gedacht. Ich guck da lieber bei der gelben Bastigelzeit an und bei der 25 HP, die ich da noch habe. Willst du einen Verbandskasten haben oder so? Nee, da stand das hilft, da hilft nichts. Stand jedenfalls so da, deswegen lasse ich das jetzt. Hey, lila Alteisenstiefel. Oh.
Das ist ein Knife Guy Buch für dich. Yep. Einmal Tools Digest. Noch ein Messer Stufe 2. Oh, ich habe schon Stufe 6 gefunden. Das ist aber cool, dass ich das jetzt bauen könnte. Kann ich dir ein bisschen Scrap Eisen, Blei und Messing geben? Ja. Oh, da ist die Kiste leer. Ich habe gerade lila Alteisenstiefel gefunden. Willst du 9mm Patronen haben? Kannst du mir geben. Ja. Ich habe auch noch Sand und Maismehl und Stoff und so. Maismehl habe ich, Sand habe ich auch, aber Stoff habe ich weggeschmissen. Also da habe ich dann mit Kleber Dings draus gemacht. Den schmeiße ich weg. Kleber? Ich habe kein... Doch, ich habe Kleber. Warte mal, da mache ich auch Klebeband draus. Das habe ich unten in meinem Fahrrad, das Klebeband. Ja, ist gut. Hier ist mal einmal Hopfen, den schmeißen wir weg. Ja. Stoff schmeiße ich auch weg. Ja, passt schon. Ich habe noch eine... Oder kann ich die hier drauf machen? Sache, die passt da drauf. Verändern, die Abwehrmod da, so, da, verändern, da drauf. Achso, ich habe kein Alteisen mehr in der Tasche. Na gut. So. Auch 58 Sekunden Hinkebein. Bisschen länger. Egal. Aber wir können ja schon mal runtergehen. So. Wenn du mir das Klebeband gibst, dann kann ich das in mein Fahrrad packen. Ich guck mal, was ich in mein Fahrrad reinkriege. So. Okay. Bin ich immer noch 9 Felder überladen. Oh lol. Ich treff gar nichts. Hast du getroffen? Hey, Level 20. Ja, GG. Gott sei Dank. Komisch, bei mir steht bei Level gar nichts drin, da ist die Zahl weg. Hä? Du hast halt kein Level. Cool, ich bin godlike. Du bist ein Level 19. Komisch, eben gerade stand noch was drin, aber sie ist weg. Ja, ich würde gerne zum Handler. Level 7. Das sind 4 Level, ey. Ach du Scheiße. Den noch machen. Ich setz mal einen. Kriegen Besuch, ich bin gleich tot. Fies. Da kommt noch einer, der hat mich angeschossen. Hinter dir. Oh Gott, wo kommen die denn jetzt alle her? Okay, nee, der ist tot, okay. Nice. Ich schieße hier an. Wow. Wow. Ja, die hat ja einen blauen Kittel an, dann kann sie auch mal einen blauen Beutel rausschmeißen. Hier, das kann ich dir direkt geben. Was? Was hast du mir gegeben? Hab ich rausgeschmissen da. Ja, ich hab's aufgenommen, aber was war's? Ich hab's das war Messing. Ach so, ja. Okay. Rap Messing. Ich hab's nicht gesehen, weil es dann irgendwo reingestackt ist. Ja, macht ja nichts. So, ich würde sagen, wir fahren zum Händler, hä? Ja. Händlerchen, wo ist der Händler? Der Joel, da oben. Der nur 370 Meter. Der war nicht weit weg, nee. Das war knapp mit der Veralterte gerade. So gute Reaktion. Ja, ein bisschen Reaktion gehört dazu. Boah, ich muss die leuchtenden Augen sehen, dachte mir so, oh Gott, 28 HP, das wird nix. Boah, 28 HP, warte mal. Ja, nee. Mm-mm. Ach ja.
So, fahren wir erstmal zum Händler, gucken, dass wir den Kram ein bisschen ausgeleert kriegen und dann können wir die Quest machen. Ja, die ist aber bei uns, ne? Daheim. Ja, ich weiß. Okay. Hinter dir ist ein... Ja, der hüpft mir hinterher. Der war im früheren Leben, war der mal der Froschkönig. Der hat gar nichts gemacht. Der hat auch nicht gequietscht oder so. Doch, bei mir hat er gequietscht. Ein Sound gehabt. Es kann sein, dass bei mir Buggy ist irgendwie. Das ist nicht auszuschließen. Den habe ich gehört. Der ist feral. Ein bisschen schneller. Rente! Stoppschild überfahren. Na, so war das aber auch. Jetzt wird mir der Führerschein entzogen. Ja, das glaube ich auch. Okay, so viel zu dem Holzknüppel. Das gibt's doch nicht. Willst du mir sagen, ich habe unter ihrem Arm durchgeschossen oder was? Da hinten ist ein Hund, ne? Hinter dir, auf der Straße. Das ist ein Reh. Das ist ein Rehhase. Das ist ein Reh. Jo. Ja, super. Aufgewartet. Ja, ich hab mir gedacht, dann kannst du ihn besser wegschießen. Der frisst leider weiter. Er lässt sich davon gar nicht beeindrucken. Total krass. Und, ist das Reh noch da? Zur Hälfte. Ja, besser als nix. Ja, danke. Ich wollte schon immer ein halb angefressenes Zombie-Reh essen. Stand noch auf meiner To-Do-Liste. Ah, du hast eine To-Do-Liste mit Zombie-Fleisch, Rehen, Tieren. Ich habe für alles eine To-Do-Liste. Für alles? Ja. Oh. So, 4:27 Uhr. Na, dann gucken wir halt gerade hier rein. Bin zu faul, um den Zaun drumherum zu laufen. Okay, nicht schlimm. Hallo. Ah, hier kommt der Kollege. Er weiß noch nicht genau, wie er um die Wendeltreppe drum rumlaufen muss. Okay, also ich bleib bei den Holzknüppeln, schmeiß den scheiß Speer weg, ey. Zwei Schläge, zwei kräftige Angriffe mit einem Holzknüppel machen 10-mal mehr Damage. Hast du Speere auch irgendwie in dem Skilltree oder nur die Bücher gelesen? Ich habe im Speermeister einen Punkt. Ja. Und beim Prügelpeter habe ich 3 Punkte. Ja, das scheint mehr auszumachen, anstatt die Bücher zu lesen. Vielleicht ja. Ist das wirklich nur für die Qualität und die, also wie gut der Speer in der... Die Bücher sind definitiv nur für die Qualität. Ja. Ich lege den Speer jetzt weg. Bleib bei meinem Holzknüppel. Alles Crap. Scheiß Teil hier. Crappy. Oh. Oh? Achso, das ist der Obi, in dem wir drin waren. Ich dachte gerade, das ist ein Baumarkt. Aber das ist der, in dem wir drin waren. Ja. So was Blödes. Riesen über. Ja. Na gut, dann schaue ich mal hier in den Garten. Mich einfach drüber, das ist auch egal. Kein Hund da?
dein Fahrrad? Ach, da liegt dein Fahrrad. Oh Gott, nee, es war ein Reh. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, und, oh. Warum erschreckst du dich denn so? Oh, weil ich nur 33 HP habe, ein bisschen Schiss habe, dass ich hier gleich abnüppel vorm Händler. Ja, soll ich dir einen Verbandskasten geben? Hä? Ich habe 5 Verbandskästen in dem scheiß Inventar. Ach so, ja, ja, jetzt ist auch alles abgelaufen. Jetzt kannst du es mir, glaube ich, geben. Es würde auch was helfen mit Heilung. Mal aha. Ja, ich bin weil hier diese, im Haus. Diese hellgraue Leiste, die war ja vorhin nicht da, Spatze. Der ging wirklich nur bis 29 HP oder so. Ja. Weißt du? Nee, warte mal, wo war das denn hier? Hui. Ich nehm was. Scheuert. Ach da. So, jetzt kann ich Eisenwerkzeuge in Gelb bauen. Cool. So, hier, da hast du Verbandskästen. Hau dir da rein. Dankeschön. Stufe 2 POI ist das hier. Gänsen. Hier gibt's doch bestimmt noch einen Hund irgendwo. Oh ne, bitte nicht. Ich mag die echt nicht. Ja, da ist ja auch eine Hundehütte. Wie gesagt, manchmal ist das... Da ist da nichts. Einfach nur so, fake. Jetzt, wo es mir besser geht, kann ich ein paar Laternen abschrauben. Wir brauchen ja eh Stahl. Ja. Geil. Hm? Also so viel zu Alpha 21. Hey, wir haben jetzt Türen. Da kannst du durchstechen mit deinem Speer. Jetzt stehe ich hier vor einem Fenster mit einer zerbrochenen Scheibe. Da ist ein kreisrundes Loch drin und will mit dem Flitzebogen durchschießen. Und der Pfeil steckt mitten in der Scheibe. Und fliegt nicht durch. Der schwebt jetzt mitten in dem scheiß Fenster. Da kannst du nicht durchschießen. Ja, verkaufen. Ja, ist gut. Ich mach das Fenster auf, bevor ich durchschieße. Ich kloppe raus. Ist das hier ein Müll, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Da fällt dir nichts mehr zu ein, ey. Aber 120.000 neue Bücher in dem scheiß Spiel hier drin. Ist echt unfassbar. So. Gut. Ja. Wir wollten ja weiter auf hohem Niveau meckern. Ziel schon mal für diese Folge erreicht. Okay. So, na gut, dann gucke ich auch mal, dass ich da reinkomme zum Händler. Kann ich noch irgendwas wegwerfen? Jo, das da. Ich dinge jetzt auch rein. Kleinen Tick schneller laufen, ey. Bin völlig überladen. Tickt hoch. Park. Ach, 45 FPS oder was? Aber dauerhaft. Jetzt geht's. 48. Ja, ich habe auch hier 45. Das jetzt, ist cool. Du hast eine 3060, ich habe eine 3080 und du hast trotzdem nur 45 FPS in dem Spiel. Ucklig hier. Ja, das muss so sein. Das gehört hier dazu. Oh, wie das aussieht in der Aufnahme. Jetzt geht's. Ah! We get new goods daily. Ja, dass man bei dem nichts looten kann da hinten. So, was hat er denn Schönes hier? Armored Up, Tactical Warfare. Oh, nichts dabei, was für mich interessant wäre. Ich weiß nicht, ob man bei ihm hier irgendwo was looten kann. Im Balken da oben liegt aber diesmal nichts wie bei der Kirche. Ja, das kann ja sein. Hab nichts gesehen. Na gut, ich gehe schon mal raus und
Jupp. Fahrrad liegt da, genau, dann müssen wir hier runter, hier die Leiter. Hat der denn was Tolles für mich? Hat auf jeden Fall. Oh, eine Mod, die nehme ich mit. Ja. Oh Gott, er hat eine Mod. Kiespulver. Wasserfilter. Ich tingle schon mal vor, so ganz gemütlich in Richtung Quest. Nehme vielleicht noch so den einen oder anderen Baum mit hier. Stahlpfeile. Okay. Pleasure doing business with you. Was eigentlich hier oben auf der Baustelle? Gibt es hier irgendwelchen coolen Loot? Gehen wir doch mal gucken, wa? Warum denn eigentlich nicht? Okay. Oh. Tschüss. Ja, er hat mir eine verpasst. Ich habe ihm eine verpasst. Geben und nehmen, weißt du? Ja, kenne ich. Geben kenn ich. Und nehmen. Und so wie, wie man in den Wald reinbrüllt, so schaltet auch zurück. Oder wie man weit reinschlägt. Ja, genau. Als Müll drinne will ich dann haben. Oh, war Blei drin. Toll, hat's gelohnt. Batterie gefunden. Stufe 2. Mal hin. Noch mehr Blei. Da liegt hier so viel Blei auf der Baustelle. Brauchen wir. Wir haben fast nichts für Geschossspitzen. So. Gut, fahren wir weiter. Also ich fahre weiter auf jeden Fall. Ja, bin da. Yo, Bros Builder. Der hat da auch so einen Working Stiff Tools Wagen stehen. Weiß nicht, ob ich den schon gelootet habe. Glaube ich nicht. Der ist unberührt. Aber hier war ich doch schon mal. Dorkerbuch. Hey, Forger Headbook. Schleiche nachts 5% besser. Nice. Cool, da ist das Haus drauf, diesem Stelzen, was er erzählt hat. Das ja, genau, das ist das. Wenn die Amis umziehen, dann laden die einfach ihr komplettes Wohnhaus. Das besteht ja nur aus Balsaholz und ein bisschen Presspappe. Dann laden die das einfach auf den Sattelschlepper und dann fahren die damit weg. Der Nachteil ist, wenn man halt eben in einem Land wohnt, wo alle zwei Tage oder alle zwei Wochen irgendwie ein Tornado durchs Land fegt, dann ist das halt Quatsch, wenn man sich ein Haus aus Presspappe baut, ne? Schwierig. Es ist schwierig. Naja, gut. So, auf in Richtung Quest. Oh. Ganz gemütlich. Wüstenkleidung. Trotz der Hitze lerne Shorts, Muskelshirts und T-Shirts und Hüte zu fänden. Ah, zu nähen. Okay. Ja, schön, da kannst du ja mal einen tollen Hut. Tollen Hut kannst du uns nähen. Ziehst du sowieso die Hand. Setz dich auf. Sehr dafür. Ja, da müssen wir mal eine Sonderfolge machen mit Modenschau. Modenschau? Ja. Fände ich gut. Könnten wir machen. Ich hier mit meiner sexy Testosteron gestützten Männerfigur. Okay. Ah ja, stimmt, du hast ja Sixpack und so gehabt. Ich hab ein Sixpack am Sattel hinten drauf, ja. Ah, da lagen ganz viele halbe Portionen rum, um eine Tasche drumherum. Ich habe mir einen Kumpel gesucht, der war da drin. Oh Gott. Nochmal Nadel und Faden. Das ist doch schön. Automatische Waffen schießen, um zu töten. Lass Gott sich um den Rest kümmern. Einer von euch muss sterben. Na dann lieber den Gegner. Automatische Waffen verursachen mehr Schaden. Dann kannst du es ja gleich haben, weil du hast ja gerade mal schon eine.
Ja, ich baller die ganze Zeit damit rum, weil wir die irgendwann gefunden haben. Und weil wir halt den Damage brauchen zwischendurch mal. Ja. Ne? Siehst ja, wie das ist, ne? Ja. Ja, aber so langsam wird es ja besser, also. Wir können ja jetzt relativ viel machen. Hätte auch eine AK für dich übrig, ne? Kannst die gerne haben. Nee, alles gut, alles gut. Ich bin froh, dass ich ein selbstgebautes Gewehr habe, wo nur 15 Schuss reinpassen, was nur langsam schießt. Sonst hätte ich gar keine Munition mehr. Okay. Umso schneller die Waffen schießen, umso schneller hast du die Munition noch verballert, die du hast. Und wir haben so gut wie keine. Einzelschuss machen. Ja, mache ich ja sowieso schon mehr oder weniger. Okay. Ein Honig. Gebiet säubern und Lieferung zurückbringen. Ja. Hunger. Im Spiel oder so in echt? In echt. Ah ja. Oh, ey, ich sag ja, ich bin froh, dass ich die Waffe hab. Jetzt? Nein, ich bin hier, ich wollte eigentlich zur Quest fahren, aber die ist irgendwie eingezäunt. Oder beziehungsweise hier ist so ein Stacheldrahtzaun, da dachte ich, dann fährst du rechts rum und fahr hier an so einem Baum vorbei und sehe einen Briefkasten. Halte an. Ich bin noch nicht abgestiegen, kommt mein Hund entgegengesprintet. Hauptsache, ich habe Kabelbuch gefunden in dem Briefkasten. Das hat sich jetzt echt gelohnt. Ja, weil du auch ein Werkzeug dafür gefunden hast. Ja. Ich bin so froh, dass ich so gut verkabeln kann. Ey, was würde ich nur ohne die ganzen Verkabelungsbücher machen? Weiß ich nicht. Ich frage mich gerade, was ich eigentlich loote, wenn ich die ganzen 100.000 Bücher gelootet und gelesen habe. Was mache ich denn dann mit der Scheiße? Wie viel Papier willst du sparen in dem Spiel hier? Ja, oder nicht? Ja. Ja, kann ja man die nicht auch verkaufen? Bringen irgendwie 20 Jetons oder so. Ja, wenn du 1000 hast. Ja, kannst du mal 1000 Bücher zusammenfarmen. Bei Tag 7000 habe ich die bestimmt. So. Endlich ist der Nebel weg. Ist oh. Das Doofe ist, wenn wir jetzt die Quest machen, ich habe keinen Platz mehr. Ja, fahr zum Händler. Ich meine, ich habe auch keinen Platz. Ich bin auch so gut wie voll. Warte mal schnell. Da, ich sehe sie schon. Sehe ich nicht weit weg. Ja gut, dann komm, dann fahren wir erst zum Händler und dann machen wir dann die Quest. Ich gucke aber vorher noch hier im Briefkasten, in der Hoffnung, dass wieder ein Hund kommt. Hey, Vehicle Adventures, cool. Das ist der Hundebriefkasten? Nee, der Hundebriefkasten war da vorne irgendwo, aber... ja, vielleicht ist es auch der Hundebriefkasten. Das könnte sein, ja. Aber manche sind leer, manche sind gelootet von den Briefkästen. Ja, ich bin da schon ein bisschen rumgetingelt, aber vielleicht habe ich auch echt viele nicht gesehen. Ja, das da war der Hundebriefkasten, hier wo ich jetzt bin, hier. Dem Wohntrailer hier. Scheiß Teil, ey. Blödes Ding. Hier ist unsere Kampfbase, die nicht wirklich funktioniert hat. Ja, dann eine Failbase. War eine Failbase, ja, das war wirklich eine Failbase. Aber ja, wir haben ja schon Tag 12. Ist doch gut. Oh, hat die vielleicht irgendwas für... Ein Amboss. Kann ich, glaube ich, herstellen. Nee, kann ich nicht herstellen, aber brauchen wir auch nicht unbedingt. Okay. Really? Kann ich ihr hiervon was verkaufen? Nee, nicht wirklich, ne? Ja. Kann schon wieder so eine Flasche Wasser saufen, ne? Ich habe gar nichts mehr. Ich fahre jetzt schnell nach Hause, weil ich kann nichts verkaufen. Ich bin voll bis oben hin. Muss ausleeren. Ich habe auch nichts zu essen, nichts zu trinken mehr.
Ja, komm, dann fahren wir halt eben heim. Ich sagte hier den ganzen Kram. Hast du nicht was zum Verkaufen noch? Raketenwerferteile oder vielleicht noch irgendeinen anderen kleinen Scheiß, da können wir beim nächsten Mal verscherbeln. Ist im Endeffekt egal. Okay. Geht ja eher um den Platz als um das Geld gerade. Weit. Von unten dran, kommen wir nicht ran. Leck. Mein Fahrrad fährt einfach weiter. Leck, ja. Interessant. Hat gerade richtig geruckelt. So, haben wir ja in der Folge hier viel gemacht. So mehr oder weniger nix. Na doch. Und. Wo ist das tolle Kabelwerkzeug jetzt hin, was ich eben gefunden habe? Noch ein Fahrrad wahrscheinlich. Ich hätte hier noch ein Buch für dich. Schmeiß raus. Oder beziehungsweise sogar zwei Bücher. Kannst du mal gucken, ob du das lesen willst. Danke. Lesen kannst. Ja. So. Weg. Oben Federn kommen da gar nicht rein, okay. Ein bisschen Benzin. Das kann da noch rein. Blei. Messing habe ich nicht. Stein, Zement habe ich auch nicht. Sand habe ich nicht. Kohle habe ich ein bisschen. Ach so, ist Allgemeinkiste. Das. Überlege ich jetzt. Dann sind sie weg. Die Ölschiefer weg. Das Eisen noch weg. Die Rohre da noch rein. Dann komm, ich repariere noch einmal gerade die Knarre da unten. Dann ist das gemacht. So, das ist Medic. Das ist Essen. Das ist auch Medic. Das ist auch Essen. Das bleibt im Inventar. Das kommt noch zum Händler. Kommt noch da rein. Noch da rein. Dann sind wir doch schon wieder gerüstet. Dann müssen wir die Quest halt in der nächsten Folge machen. Dann ist das halt jetzt so. So, das da rein. Ja, hinfahren können wir ja schon mal. So, achso, ist da 32. Ich schmeiße ich unten, die hier unten in die Essenskiste, bitte. Da sind Seeds. Okay, alles klar. So. Das. Und dann haben wir noch ein bisschen 9mm Munition. Und noch ein bisschen Zubehör. Und dann kann die Pistole noch weg. Und dann die selbstgebaute, die kann aber verkauft werden, ne? Wir haben ja. Und ich habe ein Buch für dich hier. Da sind zwei selbstgebaute drin. Eine gelbe. Cool. Eine gelbe und eine blaue. Ja. Kannst du ja die gelbe verscherbeln, wenn du willst. So. Wie sieht es denn hier so nahrungsmitteltechnisch aus? Ah, da kommt noch Mineralwasser raus gerade. Ja. Haben, so. Wir noch was zum, haben wir noch was zum Mampfen? Ah ja, da oben sind noch Eier mit Speck. Die nehme ich mir mal raus. Kannst du auch das Wildbret mitnehmen oder so? Den Eintopf meinst du? Ja, nee, alles gut, passt schon. So, gut. Aber dann sind wir doch gut gerüstet. Let's Na go. Dann lass uns schon mal in Richtung Quest tingeln. Ja. Ah, ich glaube, ich war noch mal im Fahrrad. Moment, da sind noch ein paar Sachen drin, die muss ich noch rausräumen. Da komme ich jetzt nicht drum rum. Macht doch nichts. Ich sehe nur 280 Meter weit weg, also da sind wir doch gleich da. Ja. Das ist da. Werkzeug. Da ist Werkzeug. Das kommt da rein. Das zur Munition. Das dahin. Und das dahin. Ja, sehr gut. So. Blöcke weg. Dann freut sich Jule wieder, weil sie die Blöcke nicht dran kriegt.
Ja. Ich mache das so jetzt einfach von unten. Da komme ich ran. Ja, das ist ein Block höher, das Ding. Ich weiß, was du meinst. Aber die springen ja auch einen Tick weiter als die früher. Die springen deutlich weiter, ja, das stimmt. So. Ah ja, hier, den nehmen wir noch mit, hier den Kollegen. Alter, Finn. Guck mal da, mit einem Schlag mache ich, hab dem jetzt, der hatte 110 Lebenspunkte. Ich habe dem mit einem Schlag 100 Punkte abgezogen, ne? Boah, heftig gerade. Da frage ich mich die ganze Zeit, warum ich da mit einem Vierer Speer weniger Damage mache. Völliger Nonsens. Okay. Naja. Muss weiterfahren. Naja. So ist es halt. Forever Video. So, ja. Ich? Ja, ja. So, und da ist, hier ist die Quest, genau. Sehr schön, wunderbar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hier in der nächsten Folge nochmal wieder. Ah, die ist ja so kurz, was ist mit dir los? Was, die ist 36 Minuten lang, die hat schon 6 Minuten Überlänge. Ach so, die anderen waren alle um die 50 oder so. Ja, ja. Ja, alles klar, dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann gleich wieder. Genau. Tschüss. Danke, bis dann. Tschüss.